Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Heute mit einem ganz besonderen, etwas außergewöhnlichen Thema, was mich aber persönlich sehr interessiert und leider auch so ein bisschen belastet. Ausgelöst wurde es durch einen parkenden Tesla. Ich will gar nicht immer was gegen Tesla sagen, aber in diesem Fall ist es mal nötig. Und dazu sitze ich beim Hamburger Datenschutzbeauftragten, beziehungsweise den richtigen Titel wird er uns gleich verraten, Thomas Fuchs. Hallo, Herr Fuchs. Hallo, Herr Ahn, und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir zusammenkommen. Sie haben mich eingeladen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ein Thema, irgendwie, was mich so ein bisschen ja, fast genervt hat. Ich habe meine Tochter in die Kita gebracht. Ja. Und wir haben gerade eben festgestellt, wir waren fast mal Nachbarn. Und da standen so ein paar, stand ein Tesla schräg geparkt und ich bin vielleicht einen Meter an dem Wagen vorbeigegangen, habe ihn definitiv nicht berührt und er hat mich angeblinkt. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht kennt mich da drin jemand oder so und vielleicht kannte mich auch da drin jemand, das weiß man ja heutzutage immer nicht. Stimmt, aber es saß niemand drin, sondern im Display war nur Wächtermodus oder Sentry-Modus zu lesen. Was bedeutet das? Also Tesla ist ausgestattet mit 8 Kameras, wenn man sich auf das Modell 3 bezieht. Und wenn der Wächtermodus eingeschaltet ist oder der Sentry-Modus, dann zeichnet das Auto, also die Kameras, die an dem Auto befestigt sind, zeichnen ihre Umgebung komplett auf oder nehmen sie erstmal auf. Und da, wahrscheinlich sind sie dem Auto relativ nahe gekommen, deswegen hat das Auto sie, ich sage es mal etwas salopp, als Bedrohung wahrgenommen und hat kurz aufgeflackert. Aber das bedeutet in der Tat, dass das Auto filmt sie theoretisch jeden Tag, wenn sie ihre Tochter in den Kindergarten bringen. Okay. Und das ist datenschutzrechtlich hochproblematisch. Schon, oder? Ja, absolut. Genau, das ist nämlich das große Problem. Und es hat mich auch ehrlich gesagt in dem Moment genervt, weil ich habe definitiv das Auto nicht berührt. Und es ist jetzt auch schon ein zweites Mal passiert. Ich weiß nicht, ob mich der Wagen nur wiedererkannt hat oder einfach wieder vor meinem Haus geparkt tatsächlich. Es war das gleiche Auto. Und ich bin wieder definitiv nur dran vorbeigegangen und sogar im größeren Abstand. Also gar nicht mal direkt dran, oder dass ich berührt hätte oder gegengestoßen bin. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf. Der Mercedes macht was Ähnliches, allerdings mit einer anderen Sensorik. Mhm. Also Tesla muss ja anscheinend mit den Kameras die ganze Zeit das Umfeld überwachen. Also die Frage ist sozusagen erstmal, wer ist sozusagen der Täter in diesem Fall? Ja. Weil Sie gerade Tesla gesagt haben. Ich würde jetzt erstmal sagen, das Entscheidende ist der Halter. Mhm. Oder wenn das Auto fährt, der Fahrer. In diesem Fall, wo das Auto steht, der Halter des Wagens. Und der hat offensichtlich den Wächtermodus eingeschaltet. Das muss er tun. Also er könnte ihn auch deaktivieren und den USB-Stick rausnehmen, dann würde nichts passieren. Okay. Wenn sich aber der Halter des Fahrzeugs dafür entscheidet, den Sentry-Modus zu nutzen, dann hat die Kamera aktiviert und dann wird permanent, pausenlos das Umfeld von allen Seiten des Autos für Entfernungen von bis zu 200 Metern gefilmt. Und das muss man sagen, das ist schlicht datenschutzrechtlich unzulässig. Also das, was der Halter dieses Wagens, an dem Sie vorbeigegangen sind, tut, ist nicht erlaubt. Okay, wie kann man sich dagegen wehren? Also man hat ja kein Opt-out, also ich konnte keinen Knopf drücken und sagen, Sie sind ja auch außerhalb des Autos. Keine Cookies setzen, genau. Also das wollte ich. Ja, also insofern haben Sie ja heute den richtigen Termin bei der richtigen Behörde. Es gibt, die Behörde heißt lustigerweise der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ja. Und jede Hamburger Bürgerin und jeder Hamburger Bürger kann sich bei uns beschweren, wenn er der Meinung ist, dass ihn ein Datenschutzverstoß betrifft. Also wenn seine persönlichen Daten gefährdet sind durch das Handeln anderer. Mhm. In diesem Fall könnte es um das persönliche Datum gehen, dass Herr Arndt morgens mit seiner Tochter in die Kita geht. Das geht ja niemandem was an, außer Ihnen selbst. Und das heißt, Sie könnten uns schreiben und sagen, ich habe das Gefühl, ich bin hier aufgezeichnet worden. Das ist das Kennzeichen. Und dann würden wir uns um diese Angelegenheit kümmern. Tatsächlich. Was droht dem Besitzer von so einem Auto, der das eingeschaltet hat? Also sagen wir mal so, wenn bei uns eine Beschwerde eingeht mit einem Hinweis auf das Kennzeichen, vielleicht sogar mit einem Hinweis darauf, dass das aktiviert wurde, der Sentry Mode, was man ja sehen kann, wie Sie mit Recht festgestellt haben, dann würden wir den Halter ermitteln, würden ihn anschreiben und würden ihn darauf hinweisen, dass er eine datenschutzrechtlich unzulässige Tätigkeit ausgeübt hat. Dann wäre unsere Erfahrung, dass in den meisten Fällen die Leute sagen, ach so, und das dann auch lassen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die meisten Leute gar nicht so ganz genau wissen, was die da tun und ob das erlaubt ist oder nicht und ähnliches. Und damit würden wir es dann in der Regel erstmal bewenden lassen. Aber wenn es ein Wiederholungsfall wäre und sein könnte, dann kann es bis hin zu Bußgeldverfahren kommen.
Okay, ja, gut zu wissen. Also jetzt ist es natürlich so, dass die Daten ja lokal gespeichert werden. Also man darf grundsätzlich keine Kameras im öffentlichen Raum aufstellen und einfach mal wahllos filmen. So ist das. Ist natürlich immer eine Grauzone, weil ich ja manchmal auch auf der Straße filme, irgendwie mit Autos oder man postet Fotos. Ja. Und da ist es ja auch immer so eine Sache, irgendwie Kennzeichen da zu zeigen. Absolut. Auf Social Media Kanälen. Absolut. Irgendwie. Also gibt es ja auch immer ja, verschiedene Meinungen im Internet. Ja. Beim Wächtermodus ist natürlich jetzt ein interessantes Thema, was passiert mit den Daten? Also ja. Klar, Sie sagen jetzt, da ist ein USB-Stick drin und darauf werden die gespeichert. Mhm. Es gibt aber auch verschiedene Berichte und gerade im letzten Jahr gab es einen ZDF-Bericht, wo der Tesla seine Halter ans Messer geliefert hat. Also da gab es irgendwie einen Unfall oder eine Raserei oder so. Und da hat man dann festgestellt, dass eigentlich Tesla selber vom Headquarter aus, also nicht vom Auto aus, Daten, Videomaterial zur Verfügung gestellt hat. Das muss ja irgendwie da gelandet sein. Wenn man jetzt auf die Tesla-Webseite geht, dann steht da, es liegt in ihrer alleinigen Verantwortung, alle örtlichen Vorschriften und Eigentumsbestimmungen hinsichtlich Verwendung von Kameras zu beachten und einzuhalten. Und es wird nichts übertragen. Stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Ja, es ist. Man muss es leider ein bisschen differenzieren. Es gibt ja zwei oder eigentlich drei verschiedene Funktionalitäten. Das eine ist der Wächtermodus, über den wir gerade gesprochen haben. Das zweite ist der technisch ähnliche Modus, der über die Dashcam läuft, also das Filmen beim Fahren. Und das dritte ist das, was Tesla als Flottenlärm bezeichnet. Und Flottenlernen heißt, dass Sie freiwillig, also das müssen Sie aktivieren, Ihre Fahrdaten an Tesla weiterleiten. Und das ist eigentlich der Kern Datenverarbeitungsvorgang, der bei Tesla stattfindet. Wenn Sie sich für das Flottenlernen sozusagen entscheiden, dass Sie da mitmachen wollen, sozusagen als Fahrer oder Halter, dann werden die Daten nach Holland übermittelt und dort auch in irgendeiner Form gespeichert. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Die Überwachung des öffentlichen Raumes, in diesem Fall sozusagen der Weg von Ihnen zum Kindergarten, wird unseres Wissens nicht an Tesla übermittelt, sondern nur dann, wenn sozusagen die Alarmsituation kommt. Dann werden sozusagen so kleine Videoclips produziert und die werden dann an die Zentrale weitergeleitet. Also soweit wir das nachvollziehen können. Ja. Wenn ich mit meinem Auto dagegen fahre. Oder einen Stein auf die Windschutzscheibe werfen. Okay. Sie sagen da gerade was Interessantes, soweit Sie das nachvollziehen können. Wie weit kann man denn so Firmen trauen? Also wenn ich sowas lese, ein amerikanischer Tech-Konzern, der schreibt irgendwie, Daten werden anonymisiert, komme ich vor Lachen schon gar nicht weiter mit dem Lesen irgendwie. Also das anonymisiert heißt ja auch, man kann natürlich alles irgendwie auch dechiffrieren und deren Schlüssel und dann die letzten vier Stellen der Fahrgestellnummer dekodiert werden. Auch das kann man natürlich irgendwie wieder nachvollziehen, wer das sein könnte, indem man das mit anderen Daten zusammenlegt. Kann man den Firmen trauen? Glauben Sie das? Ja, trauen ist jetzt ein schwieriger Begriff. Also ich glaube schon, dass man an sich Firmen, die am Markt tätig sind, trauen kann. Ich glaube, es gibt verschiedene Probleme. Das eine ist, dass grundsätzlich amerikanische Firmen ein anderes Grunddatenschutzbewusstsein haben, auch andere Begriffe verwenden, andere Grundvorstellungen haben und dass deswegen das, was man im Netz so an allgemein zugänglichen Informationen findet, für uns oft gar nicht so viel bringt, weil so eben in der Tat Begrifflichkeiten verschieden sind. Zum Beispiel differenzieren wir zwischen anonymisieren und pseudonymisieren. Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob Tesla sowas tut. aber grundsätzlich sind natürlich Vorgänge nachvollziehbar. Und ich kann auch in aufsichtlichen Verfahren versuchen, Datenflüsse zu rekonstruieren und dann auch in die Tiefe gehen. Also es gibt in Tesla, wo der Kernsitz in Holland ist, gibt es auch Gutachten der holländischen Datenschutzaufsicht, wo die sozusagen dann auch sehr in die Tiefe geht und genau guckt, was Tesla individuell speichert, was es anonym speichert, was es pseudonymisiert speichert. Also man kann dem nachgehen, aber es ist natürlich aufwendig und ist viel Arbeit für eine zuständige Behörde. Okay. Jetzt gibt es andere Firmen, also das machen natürlich auch andere Hersteller, Mercedes, da weiß ich es jetzt, die haben ja auch Kameras rundherum für diese 360-Grad-Einparkhilfen und so. Und die haben auch diesen Modus, dass wenn man gegen das Auto fährt, dass dann die Kameras ein kurzes Foto machen von dem, der da jetzt gegengefahren ist. Ja. Und, reagieren aber laut Mercedes nur auf Erschütterungen. Mhm. Was sind Ihre Erfahrungen damit? Also kann man den Firmen mehr trauen oder weniger? Oder ist das auch datenrechtlich problematisch, weil die Kameras immer laufen? Also es ist datenschutzrechtlich weniger problematisch, weil das dann eine anlassbezogene Datenspeicherung ist. Okay. Und deswegen ist erstmal die Struktur, das Foto nur dann zu machen, wenn der Anlass stattfindet, nämlich die Erschütterung oder es könnte ja auch ein intensives Bremsverhalten sein. Also wenn solche Merkmale vorliegen und dann wird ein Modus aktiviert, ist erstmal unproblematischer und eigentlich besser, weil ich eben keine unnötige Vorratsdatenspeicherung sozusagen habe, sondern sehr anlassbezogen
etwas aufnehme und damit wird man wahrscheinlich besser arbeiten können. Okay. Aber wir haben jetzt keine spezifischen Verfahren mit Mercedes gehabt. Okay. Mit Mercedes-Wagen gehabt. Mit Tesla schon? Haben Sie schon hin und wieder mal Beschwerden von Bürgern? Ja, okay, ja, alles klar. Das kommt vor. Also ja. Nein, ich glaube auch, dass es wichtig ist. Also es ist ja nicht so, dass wir uns darum reißen, Beschwerden zu bekommen. Mhm. Ich glaube, die Botschaft ist wichtig. Sie müssen sich das nicht gefallen lassen. Also insofern ist ja Ihr Grundinstinkt, was passiert da, warum werde ich von diesem Auto angepiept, der ist ja richtig. Mhm. Also das ist ein Eingriff in Ihre Privatheit. Und gegen die können Sie sich gegen wehren. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Je mehr das Automobil ein vernetztes Automobil wird, je stärker die Bedeutung von Software, Smart Mobility, Datenaustausch wächst, umso mehr stellen sich Datenschutzfragen. Das ist ohne Frage so. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass der Autofahrer, das ist leider ein bisschen mühsam, wird sich sehr viel mehr damit auseinandersetzen müssen, welche Daten von ihm werden gespeichert, welche Modi kann er einschalten, welche kann er ausschalten, was kann er aktivieren, was kann er deaktivieren. Also so wie Sie sich früher oder jetzt noch mit dem Ölstand, der Reifendichte und anderen Themen des normalen Autos beschäftigen mussten, wird, glaube ich, der moderne Autofahrer sich viel, viel mehr damit beschäftigen müssen, welche Datenflüsse er beim Autofahren generiert und welche er sozusagen selber beeinflussen kann. Okay. Das verändert unser Autofahrverhalten in der Tat. Und das ist übrigens, wenn ich dabei bleiben darf, bei dieser Tesla-Sache das Schwierige, dass Tesla sagt, ich habe damit nichts zu tun, es ist alles der Halter, der diese Entscheidung trifft. Ja. Und schiebt damit auch die datenschutzrechtliche Verantwortung komplett auf den Inhaber des Wagens ab. Und deswegen muss, glaube ich, auch der Autofahrer sich bewusst machen, dass er ein Datensammler wird und dadurch in eigene Verantwortung rutscht. Was speziell bei Tesla ganz interessant ist, ist, wenn man diese ganzen Modi ausschaltet, kommt die Warnung, jetzt ist die Funktionalität eingeschränkt, jetzt ist es nicht mehr ganz so komfortabel. Also alles das, wofür man viel Geld bezahlt, ist dann nicht mehr möglich. Also ob das wirklich immer so sein muss, sei mal dahingestellt. Ja. Aber zumindest verketten sie das. Ausschalten mit irgendwelchen Datensammeln, schaltet man gleichzeitig tolle Funktionen ab, die man eigentlich gerne hätte. Ja, und wir müssen eigentlich auch von Tesla verlangen dürfen, dass sie Produkte anbieten, die mit dem europäischen Datenschutz konform gehen. Also zu sagen, das sind ja alles nur Möglichkeiten, du kannst es ausschalten, ist natürlich eigentlich keine gute Haltung, sondern eigentlich müsste man sagen, biete ein Auto an, das ohne, dass der Fahrer irgendwie erstmal Datenschutzrecht studieren muss, sofort voll datenschutzkonform einsetzbar ist. Also insofern gibt es da schon auch eine Herstellerverantwortung, auf die man, glaube ich, mehr politisch drängen muss. Okay. Arbeiten Sie darauf hin? Also sehen Sie da Erfolgsaussichten oder sagen Sie, die amerikanischen Konzerne machen eigentlich in ihrer Cowboy-Mentalität, was sie wollen? Also, naja, ich sozusagen jetzt gar nicht bedrohlich gemeint, aber Tesla wird jetzt ja auch stärker durch die Produktionsstätte in Brandenburg ein in Deutschland produzierendes Unternehmen. Mhm. Und ich bin sicher, dass auch die Kollegen in Berlin mehr darauf achten werden, was da sozusagen für Produkte auf den Markt gebracht werden. Auch unter diesem Aspekt. Okay. Gibt es irgendwas, was Ihnen ganz besonders Bauchschmerzen bereitet, was Autos inzwischen speichern? Oder man kann ja die Autos inzwischen gar nicht mehr kaufen, ohne dieser Datenschutzbestimmung zuzustimmen beim Hersteller. Das habe ich nämlich mal erlebt. Da hat meine Frau ein Auto gekauft und dann hieß es, ja, und das ist das Datenschutzding. Das war dann auch ein ewig langes Pamphlet. Da habe ich gesagt, okay, unterschreiben wir nicht. Und er hat gesagt, dann kriegt ihr das Auto nicht. Ja. Also, man kann aber das Auto kaufen und am nächsten Tag widersprechen, wenn es auf einen zugelassen ist. Na, ist mir, hab ich jetzt gehört. Das ist aber schon tief drin. Ja. Also ist das so? Also würden Sie da alles blind auch unterschreiben oder würden Sie es auch nochmal genau lesen und sagen, okay, da streiche ich jetzt noch einzelne Paragraphen gerne raus? Also erstmal finde ich das richtig, dass man sich so in die Tiefe da reinbegibt. Mhm. Und wenn ich das jetzt sozusagen als Verfahren beschreibe, würde ich sagen, wenn Sie das Gefühl haben, da sind Klauseln drin, die Ihnen nicht passen, und aber der Vertragspartner sagt, Sie müssen sie unterschreiben, dann ist es ein Fall für die Datenschutzaufsichtsbehörde. Okay. Denn dann könnte das sein, dass hier von Ihnen Einwilligungen verlangt werden, die unzulässig sind. Und das muss auch sich der Autokäufer nicht gefallen lassen. Also muss man jetzt ins Detail gehen. Aber das in der Tat ist das der Überprüfung fähig. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also auch nochmal, um sozusagen unsere Rolle klar zu machen. Dafür gibt es in Deutschland Behörden, die für den Bürger da sind und ihnen bei solchen Konflikten helfen können. Das ist unsere Aufgabe. Also, gut zu wissen, es gibt nicht nur Finanzämter, die einem das Geld aus der Tasche ziehen. So ist es. Es gibt auch Behörden, die für den Bürger da sind. Bei so einer sitze ich hier heute. Und man, also auch nicht zögern, irgendwie, wenn man das Gefühl hat, man wird da irgendwie über den Tisch gezogen oder man wird eingeschränkt in seiner Freiheit, dann gerne bei Ihnen melden. Das Prinzip des Datenschutzes ist ja die Einwilligung. Also die Grundaussage des Datenschutzrechts ist ja,
Eigentlich darf niemand ein Datum von mir speichern, ohne dass ich dem zugestimmt habe. Mhm. Beim Gesetzgeber, also wenn der Staat Daten speichert, dann tut das meistens, weil er eine gesetzliche Grundlage dafür hat. Das ist ja auch vernünftig, dass man zum Beispiel weiß, wo sie wohnen, deswegen gibt es ein Melderegister und ähnliches. Und wenn Privatpersonen oder Unternehmen Daten von Ihnen speichern, dann müssen Sie dem zustimmen. Das kann man beim Vertragsschluss machen oder durch einzelne Einwilligung. Und die Einwilligung muss aber freiwillig und informiert sein. Und wenn der Autoverkäufer sagt, du musst hier unterschreiben, sonst kriegst du das Auto nicht, dann würde ich sagen, hakt es ein bisschen an der Freiwilligkeit. Und dann ist es ein datenschutzrechtlicher Vorgang in der Tat. Okay. Herr Fuchs, sehr interessant. Toll, dass Sie uns da mal aufgeklärt haben. Sehr gerne. Ich bin gespannt, an wie viele Teslas ich noch vorbeirenne, die mich dann anblinken und mich aufgenommen haben. Ja, ich bin gespannt, wie viele Tesla-Fahrer sich jetzt nach Ihrem Podcast melden. Ja. Okay, Dankeschön. Ja. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.